Auch wenn Sie vielleicht jetzt eine Kritik vorzubringen haben, da habe ich ein kleines Gedicht geschrieben, das können Sie vielleicht mal einer Person Ihrer Nichtschätzung mal vortragen. Ein Mensch, der hatte Langeweile, da stritten sich die Körperteile sehr heftig und mit viel Geschrei, wer nun der Chef von ihnen sei. Natürlich, ich sprach das Gehirn, ich sitze ganz oben hinter der Stirn, bin stets am Denken, muss euch leiten, bin Nummer eins, wer will's bestreiten? Die Beine riefen halt in Spaß, gib nicht so an, du Wabbelmasse, durch uns kann sich der Mensch erst regen, sich umtun und nach vorn bewegen. Die Augen riefen, uns sollte man zum Chef erklären, wenn wir nicht ständig wachsam wären. Und plötzlich pfiffen auch die Ohren und uns, da wir das Gleichgewicht verloren. Das Herz, die Nieren und die Lunge, die Nase, Arme als auch Zunge, ein jeder legte schlüssig dar, dass er der Chef vom Ganzen war. Bevor das Streitgespräch erlosch, furzt jemand, hey, ich bin der Boss. Haha, wie alle Körperteile lachten, das Loch, ihre Späße machen. Doch der Arsch war flückverdrossen, hat zielbewusst sich fest verschlossen. Er dachte starrsinnig bei sich, die Zeit, sie arbeitet für mich. Wenn ich mich weigere zu scheißen, werde ich die Macht schon anschaffen. Schlaff wurden Ohren, Arme, Beine, die Galle, sie produzierte Steine, das Herz, es stockte schon bedenklich, das Hirn, es fühlte sich ganz langsam kränklich, doch das Gesäß, es blieb knallhart, kein Fürzchen kam in leise Fahrt. Zum Schluss, da sahen es alle ein, der Boss kann bloß das Arschloch sein. Und die Moral von der Geschichte? Mit Fleiß und Arbeit schafft man's nicht, denn warum soll die Ritze schwitzen, wenn weiter man kommt mit aus Sitzen? Um Boss zu werden, hilft allein, ein Arschloch von Format zu sein, das mit viel Lärm und ungeniert nichts als nur Scheiße produziert.